Der Missverständnis zwischen Kaminski und Sané und dann repariert Sané das Ganze. Ganz wichtig, denn in der Mitte wartete Karls. Das war nicht eingespielt. Bei Schalke beide Königsblauen hätten den Ball bekommen können. Beide bleiben weg. Und so wird es ein weiteres Mal gefährlich. Schalke muss die Reihen schließen. Hier, eigentlich alles klar. Und dann Schuster, der den Ball in die Mitte bringen will und nicht durchkommt. Bröger, der Abschluss von Justvan, eine der leichteren. Er pustet durch, normalerweise eher ein Fall für Ove Jan. Ja, und er macht's gut und Schalke führt. 1:0 in der 22. Minute. Ove Jan, es funktioniert mal wieder mit dem Standard. Und Bülter, der nicht mehr rechts im Mittelfeld spielen muss, sondern wieder nach vorne darf, macht das 1:0. Ove Jan mit dem harten Freistoß auf den ersten Pfosten und diese Freiheit, die darf natürlich Bülter da nicht haben. Gut chancenlos und schlicht und einfach zu weit weg in dieser Situation. Jalzin, der da Körperkontakt herstellen muss zu Bülter und der den Schalker nicht so zum Abschluss kommen lassen darf. Es ist eine Waffe des FC Schalke. Mitte. Idrissi im Rückraum. Terodde ist da. Ballannahme gut gemacht. Und dann kommt er nicht komplett um den Gegenspieler rum, holt aber immerhin in dieser letzten Minute der Nachspielzeit nochmal den Eckball raus. Terodde gegen Hünemeyer. Asrubini macht's richtig stark gegen zwei Schalker. Und die Abschlussmöglichkeit für den Mann mit dem starken Linken für Paderborn immer wieder für Gefahr. Justvan in Durchgang 1, jetzt Clement, der die Hände vors Gesicht schlägt, weil er natürlich weiß, wenn ich das Ding etwas flacher halte, dann schlägt es vielleicht ein. Guckt nach hinten, wie viel Raum habe ich? Dann das perfekte Anspiel auf Terodde. Ball ist doch heiß. Mega Möglichkeit für den FC Schalke. Bülter bedient von Terodde das Ganze. Klasse eingeleitet von Chulinov. Die Möglichkeit zum 2:0. Und Bülter kriegt nicht so richtig Druck auf den Ball. Und Ove Jan. Zum ersten, zum zweiten. Eieiei, Florian Bartsch am Ball, ganz den Arm treffen, nicht gepfiffen werden, sofern der Arm nicht zu weit weg ist. Oh, wir bewegen uns natürlich in einer Grenzregion und ich glaube, ich sage Ihnen da nichts. Und es gibt keine Überprüfung. Ove Jan, nächster Versuch und jetzt muss das Ding doch rein. Perfekte Vorarbeit von Ove Jan und Chorlinov setzt den Ball an den Pfosten, den er hätte reinmachen müssen. Hätte eine gute Leistung bis zu diesem Zeitpunkt damit gekrönt. Ove Jan, Latza, klasse Doppelpass. Schöner kannst du es nicht spielen, aber man kann besser abschließen. Muslia. Starker Ball von ihm. Spitzer Winkel. Und jetzt auch der Pfosten auf der anderen Seite. Srebeni im Pech. Plötzlich spielen hier beide mal mit der nächsten Klasse Gelegenheit. Ähnliches Strickmuster wie vorhin. Der Pass rein in die Schnittstelle. Und dann ist Freisel dran. Und das Ding wäre, glaube ich, wenn der Schalker Keeper nicht rankommt, reingegangen. Der wäre reingegangen. Freisel, schauen Sie sich das an. Ja. Klasse Hereingabe. Und der Ball ist nicht im Tor. Terodde trifft auch den Pfosten. Alu-Time in Gelsenkirchen. Was ist denn hier plötzlich los? Chulinov. Terodde, bitteschön, auch ans Aluminium. Also hier scheppert es gerade im wahrsten Sinne des Wortes. Salazar, Latza.
Und jetzt heißt es für Flick, Fahrt aufnehmen, Chulinov schicken, Chulinov. 2:0 für Schalke 04, er macht es dann doch. 74. Minute, Schalke macht alles richtig in der Umschaltbewegung. Und Chulinov, der ein starkes Spiel abliefert auf der rechten Seite, der einmal nur den Pfosten getroffen hat, macht das 2:0. Ganz wichtig, denn der SC Paderborn war richtig dran. Hier die Balleroberung von Ovejan nach dem Pass von Van der Werf und dann Flick. Augen hoch, Chulinov startet und Chulinov kommt soeben noch zum Abschluss. Flick heißt der Vorbereiter, Chulinov der Mann, der das 2:0 macht. Das ist der Ärger von Van der Werf, der mit seinem Fehlpass das Ganze eingeleitet hat. Thanks for watching. Subscribe my channel for more videos and turn on notification to never miss an upload.